Einen wunderschönen guten Abend zu einem neuen Format im Rahmen des Markeflüsters. Ich wollte das mal ausprobieren. Vielleicht gefällt es Ihnen. Vielleicht sieht man die Grafiken besser. Und der Titel des heutigen Markeflüsters, der heißt Aktienmärkte, ganz normale Katastrophen. Denn es sieht irgendwie so aus, als würden die Aktienmärkte überhaupt alles an sich abperlen lassen. Wir haben die Wiederaufnahme des Handelskriegs. Dazu gleich mehr. Und wir haben nach wie vor katastrophale Konjunkturdaten aus den USA. Aber die Aktienmärkte sagen sich, who cares, ist nicht mein Problem. Was haben wir damit zu tun? Wir haben den Fed-Put und der wird uns retten. Und überhaupt, Lockdown wird aufhören, alles wird besser. Wir haben die V-Erholung. Das ist das, was man gespielt hat. Aber schauen wir uns doch mal die Geschichten im Einzelnen an. Und es startet mit Huawei. Das war das, was heute wirklich der entscheidende Punkt zunächst mal war. Man will seitens der Amerikaner Huawei jetzt endgültig abkoppeln, hat nochmal eine Frist gegeben bis August. Aber dann war es das wohl und das bedeutet, dass der Handelskrieg praktisch wieder voll entflammt ist. Die Chinesen werden sich das nicht bieten lassen. Zumindest würde mich das überraschen und sie haben schon auch ein bisschen zurückgeschossen. Dazu gleich mal mehr. Schauen wir uns erstmal an, wer eigentlich davon betroffen wäre, von diesem Huawei-Abkoppelungsprozess, der gerade stattfindet. Wir sehen hier rechts Most Exposed, Microsoft, Intel, Western Digital, Texas Instruments, Nvidia, Micron. Und dann kommen andere Firmen, die teilweise weniger bekannt sind. Wir sehen auch einzelne Länder, die stark betroffen sind. Japan stark betroffen, Deutschland etwas weniger betroffen. Aber das ist sozusagen der große Punkt. Man sieht auf der linken Seite, wer sozusagen an Revenue mit Huawei verdient, wer also letztendlich dann die Opfer sind. Das könnte für Investitionsentscheidungen durchaus interessant werden. Die Chinesen, ich hatte es vorhin gesagt, die schlagen zurück und sagen, okay, wir werden Gegenmaßnahmen ergreifen, hier in Gestalt der Global Times, und man nennt ganz konkrete Namen, Apple, Qualcomm, Cisco und Boeing. Man wird dann Sicherheits-Cyber-Security-Aspekte anführen, also ein Argument wird sich finden lassen, warum man jetzt diese amerikanischen Firmen bestrafen wird. Wir haben dann aber Larry Kudlow gesehen, der hat dann auch gesagt, nein, an dem Handelsdeal, da ändert sich überhaupt nichts. Also der Schönsprecher von Sid Donald, der sagt, das ist alles nicht so schlimm. Mal gucken, die Wall Street scheint es zu glauben und denkt sich, okay, das ist mal wieder so das übliche Wortgespielerei, das Wortgefechte, das eben derzeit der Fall ist. Wir haben dann aber auch erste Auswirkungen, zum Beispiel für Tesla. Die sehen sich jetzt 10 zivilen Klagen gegenüber in China. Ob das schon damit zusammenhängt, wahrscheinlich ist das schon ein bisschen vorher passiert, aber man kann davon ausgehen, dass die Gerichte in China dann in Sachen Tesla, einem amerikanischen Unternehmen, etwas weniger freundlich agieren würden. Und wir hatten, um jetzt das Thema zu wechseln, vom Handelskrieg zu den anderen kleinen Katastrophen, praktisch die Situation, dass wir die US-Einzelhandelsumsätze gesehen haben und die waren jetzt nicht so fürchterlich erfreulich, -16,4%, größter Rückgang der Geschichte, gab es in der Form noch nie. Und wenn wir uns mal anschauen, welche Bereiche davon betroffen sind, dann sehen wir Clothing, also praktisch Kleidung, 78,8%, Elektronikartikel -60%, Furniture, also Möbel -58%, Eating, Drinking -29%, Gasoline hier eine Rolle gespielt, da wurde einfach weniger Benzin konsumiert, weniger getankt, und Department Stores mit knapp -25%. Da sieht man, Retail Sales Clothing ist wirklich eine totale Katastrophe, also der ganze Kleidersektor kollabiert in den USA, kann man sagen. Und wir hatten dann extrem unerfreuliche Zahlen auch zur US-Industrieproduktion mit -11,2%. Klar, Lockdown, was will man erwarten? Aber es ist der größte Rückgang, seit die Daten aufgezeichnet wurden. Das ist schon mal eine Ansage. Wir sehen intelligente Kommentare, wie ich finde, wieder mal von Sven Henrik, der gesagt, okay, wir haben jetzt BIP im ersten Quartal -4,8%, Industrieproduktion -4,5, Retail Sales und haben mal 36,5 Millionen Arbeitslose. Und die Marktkapitalisierung der Wall Street, des S&P 500, ist noch über 130%. Und hier dann ein Zitat von Sven Henrik zu George Orwell aus dem Buch 1984. Es gibt eine Wahrheit und es gibt eine Unwahrheit, und wenn du an die Wahrheit glaubst und die Wahrheit vertrittst, auch wenn die ganze andere Welt, wenn die Restwelt sagt, deine Wahrheit ist nicht die Wahrheit, dann bist
nicht du verrückt, sondern die anderen sind verrückt. Vielleicht kann man darüber mal nachdenken. Wir haben inzwischen die Situation, dass die Amerikaner natürlich die Krise langsam spüren. Hier mal eine Grafik, die zeigt, was alles so entnommen wird aus den Retirement Savings, also aus den Pensionsrückstellungen. Man greift also schon an die Substanz seitens der Amerikaner. Fast die Hälfte hat schon da Entnahmen getätigt oder will Entnahmen tätigen. Das ist also ein Beleg dafür, wie die ganze Geschichte jetzt wirklich an die Substanz geht bei den Amis. Und wenn man sich mal anguckt, welche Investoren besonders optimistisch oder besonders pessimistisch sind, dann sehen wir, dass es die Babyboomer sind. Also im Prinzip meine Generation einen Ticken älter. Die Babyboomer gehen ja nach Definition bis etwa 1969. Da sind über die Hälfte negativ eingestellt. Die haben vielleicht auch ein bisschen mehr Lebenserfahrung. Während die Millennials, Generation X, also die jungen Leute, die sind ziemlich optimistisch und sind auf der bullischen Seite unterwegs. Wir haben zuletzt auch gesehen, dass vor allem die junge Generation meint, das ist die Kaufgelegenheit des Jahrhunderts jetzt, diese Corona-Krise. Vielleicht haben sie recht, vielleicht haben sie unrecht. Wenn wir uns mal anschauen, wie die ganze Geschichte sich entwickelt. Totaler Kontrast zwischen FANG-Aktien, die sind vom Allzeithoch nur 8,5% gefallen, der S&P 16%. Wir haben dann ganz unten Banken vor allem, das ist das, was richtig reinschlägt. Also die Banken sind die großen Opfer. Das ist in Europa so, das ist in den USA so. Kredite fallen aus, etc. etc. Size matters. Die Größe ist entscheidend. Wir sehen, dass die Differenz zwischen dem Equal Weight S&P, also praktisch wo alle Aktien gleichgewichtet sind, und dem S&P insgesamt so groß war wie seit mindestens 30 Jahren nicht mehr. Es sind ja die großen FANG-Aktien, die das Ganze so richtig stützen. Was habe ich noch für Sie dabei? Zum Beispiel, welche Sektoren sagen oder welche Unternehmen aus welchen Sektoren sagen, ich werde die Dividende kürzen oder ganz aussetzen oder Buybacks nicht mehr machen oder deutlich geringer machen. Da sehen wir Financials, das zeigt dann wieder ein bisschen in die Richtung, die wir vorhin gesehen haben, dass die Banken eben die großen Opfer sind. Da sind es 21%, Industrials 20%, klar, Absatzkrise auch in der Industrie, selbst Healthcare mit 9%, Information Technology nur 8%. Energy auch nur 8%, überraschend, denn die sind ja auch ziemlich hart getroffen worden, die Energiewerte. Was haben wir noch? Was sind die größten Risiken? Da sieht man zweite Covid-Welle, das ist natürlich ein Punkt, der nicht auszuschließen ist. Geopolitical Tensions zwischen den USA und China, diese Sorgen dürften heute ein bisschen größer gewesen sein, aber Valuations spielen eine Rolle, also Bewertungen, das sind sozusagen die großen Themen, die die Investoren bewegen, wo man sagt, das könnte eine schwierige Geschichte werden. Schauen wir uns mal an in Sachen Lockdown, wie schaut es jetzt eigentlich aus bei den Amis? Da sehen wir eine Grafik, die zeigt, wo ist Partial Reopening, also wo ist man schon partiell wieder dabei zu öffnen, wo wird schnell geöffnet, hier die Abkürzung. RI rechts steht zum Beispiel für Richmond. Und wir sehen, dass viele aber noch insgesamt im Shutdown sind. Und es sind nach wie vor im Shutdown eben die Wirtschaftsstarken. Das sieht man hier an dieser Grafik. Was im Mittleren Westen, in Wyoming, in Nebraska, in South Dakota passiert, das ist eigentlich egal. Wichtig ist Kalifornien, ist die Westküste. Wichtig ist dann die Ostküste mit New York und allem, was da so kreucht und fleucht. Ist wirklich der Fed-Put so groß? Ist das vielleicht ein Mispricing, wie amerikanische Kommentatoren heute gesagt haben? Denn wir sehen in einzelnen Bereichen, dass die Fed durchaus die Liquidität ein bisschen runtergefahren hat. Zum Beispiel hier bei Money Market Mutual Funds, also das sind Fonds im Prinzip, Liquidity Facility. Da sehen wir leichte Rückgänge. Wir sehen auch bei Primary Credit Loans, dass die Geschichte hier ein bisschen rückläufig ist. Also, der Fed-Put hat offenkundig seine Grenzen, das wird vom Markt aber noch nicht so wirklich gespielt. Wir hatten dann, um jetzt auch nochmal nach Deutschland zu kommen, Daten aus Deutschland mit dem BIP minus 2,2%, wie erwartet die ganze Eurozone dagegen mit minus 3,8%, also deutlich schlechter als Deutschland. Wir sehen, dass also im ersten Quartal, als ja im Prinzip nur ab Mitte März dieser Lockdown war, dass Deutschland da zumindest besser rauskommt aus der ganzen Geschichte. Und Holger Czepisch sagt hier, ja, das wird in Frankreich durchaus zu Gelüsten führen, dass die Deutschen doch mal ein bisschen mehr zahlen sollen in die EU, denn die können sich's leisten oder noch am ehesten leisten,
dass die These. Dann abschließend noch eine Grafik. Heute Absatzzahlen von Volkswagen. Wir sehen worldwide minus 45,4%. Ist eine Hausnummer. VW hat jetzt auch wahnsinnig viele Elektroautos auf Halde, die eigentlich im April kommen sollten. Hängt mit diesen emissionsrechten Zertifikaten zusammen, womit man dann Benefits hat, finanzielle Benefits hat. Das ist sozusagen jetzt eigentlich erstmal verschoben worden durch den Lockdown. Aber wenn Volkswagen dann die ganze Masse an diesen E-Fahrzeugen auf den Markt bringt, dann bin ich mal gespannt auf, wie es bei Tesla aussieht, ob Volkswagen dann wirklich die Konkurrenz ist zu den Amerikanern. Schauen wir uns abschließend noch ein paar Charts an, bevor ich Sie ins Wochenende entlasse, meine Damen und Herren. Wir gucken zunächst mal hier auf den S&P 500 und wir sehen, es ist eigentlich eine intakte Seitwärtsbewegung. Was soll man dazu sagen? Ich rutsche das mal hier ein bisschen rüber. Ich glaube, Sie sehen das ansonsten nicht so. Ich muss ja auch erst mal lernen, wie ich mit diesem neuen, unglaublichen Format umgehe. Jedenfalls sehen wir, dass da nicht so wahnsinnig viel passiert ist. Der S&P hält sich gut. Hier sehen wir diesen Spike nach unten, als die Nachricht mit Huawei kam. Schauen wir uns mal an, was The Nasdaq macht, der ein bisschen schwächer unterwegs ist. Aber gleichwohl jetzt auch eben sich nochmal erholt. Eine Frage ist, geht das jetzt weiter? Ist der Fedput, ist dieser monetäre Faktor, ist der einfach so stark, dass passieren kann, was will, das kleine, große Katastrophen, egal, wir kaufen, egal was der Fall ist. Das ist sozusagen jetzt die Frontstellung, um die es geht. In dieser Beurteilung der Marktsituation schauen wir uns mal Gold an, das heute ja nach oben geprallt ist. Da sehen wir, dass wir hier weiter nach oben laufen. Wir haben Brandöl, das ich Ihnen mal hier zeige. Da sind wir auch weiter, naja, relativ solide unterwegs. Und der Euro-Dollar, der hat sich heute nicht so wahnsinnig viel bewegt. Insgesamt ein Tag, wo wir sehen, Gold ist ein bisschen nach oben gegangen, Öl ist ein bisschen nach oben gegangen, die Aktienmärkte zunächst gefallen, um dann wieder zu steigen. Was soll man aus der ganzen Geschichte machen? Artisten in der Zirkuskuppel, ratlos, so lautet ein Film von Alexander Kluge. Und wir sind Finanzartisten in einer ratlosen Situation. Ich wünsche jetzt ein schönes Wochenende. Würde mich freuen, wenn Sie Kommentare hinterlasst, ob dieses Format besser ist, schlechter ist. Was soll ich machen? Weiter das alte Format oder in diesem Format? Das würde mich freuen, wenn ich hier Auskünfte bekäme von euch, von Ihnen. Und jetzt ein schönes Wochenende. Ich hoffe, wir sehen uns am Montag. Servus und...